Ich liebe so kleine Läden total gerne und besonders gerne shoppe ich Secondhand und gehe in Vintage-Läden, wie zum Beispiel Vintage Revivals. Ich könnte da Stunden verbringen in diesen Läden, immer zu gucken, was gibt's hier und zu suchen und irgendwelche Teile zu finden, die eine Geschichte mitbringen und schon mal gelebt haben und die dann mitzunehmen und denen noch ein neues Leben zu schenken. Läden, die ich auch gerne besuche, sind so Secondhand-Buchläden, wo man dann wirklich vielleicht auch noch eine kleine Notiz im Buch findet oder einen Brief oder irgendwelche Zeilen, die unterstrichen sind, die für jemand anders was bedeuten. Oder auch natürlich Platten. Ich höre total gerne Musik auf meinem Plattenspieler und Musik aus verschiedenen Epochen. Ganz wild durcheinander. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist Kaffee, guter Kaffee. Es gibt in Berlin so viele schöne Cafés mit ganz unterschiedlichem Flair und sich einfach mal die Zeit zu nehmen, bewusst Kaffee zu genießen, sich hinzusetzen, sich eine Auszeit zu gönnen, das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr gerne und oft mache. Wir haben hier den Türkenmarkt in Berlin am Maybachufer und da gehe ich so, so gerne hin, weil es einfach so ein buntes Treiben ist aus so vielen verschiedenen Kulturen und es macht so Spaß, sich da durchzuschauen und vor allem als Student kann man da ordentlich Geld sparen und sich vielleicht auch ein bisschen durchsnacken bei den ganzen Ständen. Da bin ich auch immer super, super gerne. Berlin ist auch eine sehr grüne Stadt mit vielen Parks, besonders wenn man wie ich jetzt viel vorm Computer arbeitet und immer auf Bildschirme schaue, tut es so gut für die Augen, auch mal ins Grüne zu kommen, gute Luft zu haben und vielleicht einfach einen Spaziergang zu machen. Das mache ich total gerne, um runterzukommen, um wieder meine Balance zu finden und zur Ruhe zu kommen.